Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei den Sonntagsfahrern. Endlich mal wieder im Zug nach ein paar Busfolgen. Das heißt jetzt wieder im Zug im TSW. Mit mir dabei ist natürlich wieder der Seidenspinner. Das bin ich, hallo. Genau, wir müssen den Zug aufrüsten. Ich habe ein bisschen mehr Eile. Ja, ich bin die Ruhe selbst. Ich vermute mal, dass der Zug da hinten meiner ist. Ich bin aber unsicher. Ich habe noch Zeit bis 35, also. So schaltet man sie fahren. Wie war das mit Fenster zu machen, damit man nichts hört? Hat man das? Ich habe Fenster zu. Ja, aber egal. Das gehört zum Flair dazu. Der Vorteil ist, wenn man so viele Spiele hat, wenn ich jetzt ein mittelalterliches Rollenspiel spiele, würde das passen, aber so. Aber ich habe tatsächlich noch rotes Signal. Also ich muss sogar noch ein bisschen warten, bis ich Ausfahrt habe. Es könnte sogar passen, dass wir uns da wirklich in der Mitte begegnen. Ich glaube, ich muss auf Gleis 6. Ich habe ja noch genügend Zeit. Dann kann ich langsam hindackeln. So, meine Güte. So, ich muss, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich richtig... weil ich seit Monaten nicht mehr im Zug gewesen bin. Weder Train Simulator noch TSW gespielt. Deswegen muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Sieht aber interessant geteert hier aus. Einmal Uhrenvergleich. Einmal Uhrenvergleich. Wie hast du es bei dir? Ich habe 28,45 jetzt. Ja, ich habe 43, 2 Sekunden hinter dir. Das ist scheißegal. Das ist unsere, deine Uhr geht ein bisschen falsch oder mal 2 Sekunden. Ja. Wir sind nicht hier in Japan, wo es müssen wir uns überlegen, wer jetzt die 2 Atome geklaut hat. Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht in Japan, wo es jetzt wirklich drauf ankommt. Ich habe jetzt übrigens gerade Ausfahrt erhalten. Da gibt es noch keine Strecke für. Oh, das wird auch nervig. Auf Sekunden. Stell dir mal vor, du musst in Japan Sekunden genau halten. Ach du Scheiße. Ah, nee, das wird vermutlich genauso. Also, ich vermute mal, dass das System auf allen zukünftigen Strecken auch so sein wird wie hier, dass die Punktzahl so gesehen, also dass die Halteposition ausschlaggebend ist für die Punktzahl. Ja, das stimmt schon. Ja, und die Zeit ein bisschen auch. Aber ich glaube, das ist so ganz so streng wie in Original-Japan. Für eine moderne und zuverlässigere Bahn. Diese Modernisierung der Strecke... Diese Modernisierung der Strecken erlauben es uns, ihnen schnellere, umweltfreundlichere, leisere und zuverlässigere Reisen zu gewährleisten. Wir arbeiten momentan an Alternativen, um ihre Reisepläne zu erleichtern. Es wird Schienenersatzverkehr eingesetzt und ihre Fahrkarten werden ebenfalls auf anderen Strecken akzeptiert. Wir werden alle Details an Bahnhöfen online oder per E-Mail zur Verfügung stellen. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen bei jeglichen Fragen zu den Baumaßnahmen gerne Auskunft geben. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Website Deutsche Bahn. Wie viele Mitarbeiter arbeiten in der Baustelle? Können Sie es beantworten? Wo hast du das gesehen, das Schild? In Aschaffenburg, unten irgendwie Unterführung. Also das unter ergibt vielleicht, die Unterführung wird vielleicht umgebaut, keine Ahnung, weil das gibt also, ja also hier halt im Bahnhof drin halt, ne, also da unten drunter. Diese Strecke spielt ja während einer Baustelle, diese Strecke gibt es da glaube ich gar nicht mehr. Also, die Sache ist die haben ja die, eine Umgebung, eine Tunnel gebaut für die Strecke. Mhm. Also die fährt jetzt damit ziemlich mehr über links, ich glaube, diese Strecke gibt es gar nicht mehr, soweit ich weiß. Also das ist ja... früher war das ja auch mit Schubbetrieb gemacht, was sehr cool ist. Das heißt, es gibt es ja hier, glaube ich, auch im Spiel. Oder dann wirklich so die von hinten noch eine Lok dran gefahren ist. Die hat sich nicht angekoppelt, sondern hat den Zug mit dem Berg hochgeschoben bei schweren Güterzügen. Muss ich jetzt nicht. Ich werde das nicht brauchen. Aber die haben dann eine Strecke durch einen Tunnel gebaut, weil das ja auch eigentlich auch eine ICE-Strecke ist. Oder noch? Ich bin jetzt da und es geht nach rechts, oder? Ja. Dann setze ich, glaube ich, richtig rum. Ups. Ich darf jetzt 110 fahren. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich meine Vmax? Mittlere Zugart. Mittlere Zugart war 125, ja. Ich muss dann wieder reinkommen ins Spiel. Oder? Ja, musste 125 gewesen sein. 110 darf ich fahren. Sieht man an den 70, die mittlere Zugart. Pappbremse ist gelöst, glaube ich. Ups, da wollte ich nicht runtergucken. Sifa nervt wieder.
habe aber schöne grüne Welle gerade. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal irgendwie anhalten muss. Schlimmste, wenn ich über ein rotes Signal brettere, dann ist mir die Mission vorbei. Aber da habe ich das schon mal geschafft, irgendwie ein rotes Signal zu brettern in irgendwie einer... Also wir hätten es dann wahrscheinlich rausgehauen, aber ich überlege gerade, ob ich schon mal eine mit... Und ob einer von uns beiden schon mal irgendwie in einer nicht rausgehauenen Folge von Sonntagsfahrer in ein rotes Signal reingedonnert ist. Ich glaube nicht. Boah. Dabei soll es doch bleiben. Wo fahre ich nochmal hin? Ich hab's wieder vergessen. Nach Gemünden, genau. Vielleicht. Ich hab die Outtakes nicht mehr behalten. Ich muss noch erschaffen, Bill. So. 130 dürfen wir nicht ausfahren. Ich glaube 125 mal, wie gesagt. Wo ist denn hier Kabinenfahren? Oder ich glaube es nicht, ich weiß es. Danke. Wie oft musst du halten? Also du kannst ja glaube ich auch eine... Ich glaube es gibt ja auch... Gibt es eine RE und eine RB auf der Strecke? Oder gibt es nur ein RE? Ich glaube es gibt auch ein... Ich habe keine RB, Ahnung. Der... Auf Zug warten? Dieser Zug... Okay. Bist du im Zug drin? Alles gut? Bin im Zug drin, alles gut. So. Du fährst ja auch schon, ne? Oder noch nicht? Ich fahre noch nicht. Ich darf gleich fahren. Ah, okay. Prinzipiell Bahnlinie fahren, okay. Oh, wir sind ein bisschen schnell. Hä? Warum? Hä? Nein, stopp, halt! Warum roll ich denn jetzt? Ich roll rückwärts, das hat mich gerade... Hallo? Wie war denn da schon mal die Bremse anziehen? Nein. Hoppla. Was ist los? Hä? Soll ich jetzt entriegeln oder nicht entriegeln? Was ist denn jetzt? Hauptsache, ich habe gerade erstmal kurz nicht richtig bremsen. Das geht ja schon mal gut los. Immer gut. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, das ist immer gut, wenn man das Lokführer nicht weiß, wie man den Zug zum Stehen kriegt und schon fährt. Ja. Das ist immer doof. Meistens. Was? Aber geht, ich hab's herausgefunden. Ich muss vielleicht noch eine Sache hingucken. Ah, hier, da ist, haben wir's. Spitzensignale, jetzt muss es auch richtig sein, oder? Geht doch. Habe ich überhaupt nicht da? Nee, ich habe falsch rum nicht dann. Wie meine ich das? Bremse lösen. Spitzensignal reduziert. Jetzt? Nein, das ist die falsche Seite. Ach genau, wie halt ich, wie oft ich halten jetzt? Ding, das kann ich gleich gucken. Hä? Was haben wir da hinten? Dann stellt sich mal ein Spitzensignal nicht um. Ich muss immer noch warten. Ich weiß nicht. Ich weiß selber gar. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung mehr, in welchem Zug ich sitze. Keine Ahnung, in welchem Zug du sitzt. Das ist halt doch Lokführer auch nicht so gut. In 146. Ach, ja, okay. Ach, das meinst du? Ja, gut. Nee, das. Ich dachte jetzt, du weißt nicht. Wo muss ich? Was? Ja, nee. Mich wundert, dass noch gar nicht die Meldung kam, weil die Frage kam: Wollen Sie diesen Zug übernehmen? Manchmal kommt es auch erst kurz vorher. Oder gar nicht. Bei mir kommt es einmal gar nicht. Irgendwann fährt er ja. Also wenn er losfährt, dann geht's zumindest. Geht's auf jeden Fall. Türen verriegeln. Was kann ich da machen? Warum? Hallo? Geht's bei dir los? Geht doch. So. Mal aussteigen hinsetzen. Ich soll jetzt halten. Ich kann losfahren. Sehr gut. Also es kann sein, dass wir ein bisschen, dass du ein bisschen Explosivmaterial nachher hast, wenn meine Fahrt dann durch ist. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so wild. Zugbeeinflussung. So. Okay. Das war witzig. Ich war gerade kurz in der V45 Überwachung, hab dann die gedingst und bin rausgekommen. Wie rausgekommen? Ich hab's einfach kalt gelöst und so, ne? Ach so. So, ich roll mal einfach hier erstmal so mit ganz wenig raus.
Ich ziehe gerade schon mit 120 hier über die Strecke. Sifa. Was für ein Dings, was für Waggons hast du eigentlich hinten dran? Das wollte ich auch gerade gucken, ich habe nicht vorhin nachgeguckt. Wie nennt man die? Im kurzen Zug mit so, wie heißen die, so Zonenmetallern Wagen. Okay. Ich wüsste jetzt, vor ein paar Monaten hätte ich bestimmt auch gewusst, wie es heißt, aber ich habe halt echt mich nicht so viel mit. Also ich habe viel gebaut, so in Transportfieber 2, aber ich kenne die Wagen auch aus Transportfieber 2. Wie heißen die? Die HBBS, so ganz komische Namen an diesen Zügen, aber ich habe auch nicht, wie es zur Güterwagen aus Metall. Irgendwas. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, da ist wahrscheinlich jetzt gleich wieder ein Gleiswechsel. Okay, gibt es keinen Gleiswechsel, von mich rechts dann, okay. Wie war denn das gleich noch mit dem Bestätigen? Wie gesagt, ich bin eben nicht mehr Zug gefahren. Also bestätigen, weiß ich nur, wie es geht, aber ab wann muss man gleich nochmal Signale bestätigen? Ab welcher Geschwindigkeit? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal alles unter. Also ich sag mal so, ja. Ich weiß es nicht mehr, ich habe ihn so lange nicht mehr gefahren. Wirklich, wenn man Monate nicht mehr fährt, ist man raus. Ich sag mal so, bei mir ist es auch mehr panisch als gezielt. Ja, dann bestätige einfach alles, habe ich früher auch so gemacht. Ja. Lieber einmal zu viel oder zu wenig. Das ist manchmal nur ein bisschen nervig, wenn man dann ständig hier immer dieses Zugbeeinflussung hört, wo man, was auch immer da kommt. Gefühlt kommt das auch, obwohl das keine Zugbeeinflussung ist. Zugbeeinflussung. Ja, genau. Kommt ja, so. Ich hab einfach mal. Ja. Also, dann denkt man halt immer, okay, verdammt, ich habe was falsch gemacht. Aber es ist einfach nur so die Bestätigung des Ganzen. Und es zeigt aber nur, du hast gerade was eingestellt. Man muss für innerhalb einer bestimmten Zeit muss man ja auch die Geschwindigkeit erreichen. Und ich bin halt mehr so im Modus, so nach dem Motto, ich weiß, ich muss langsamer werden, ich habe aber noch massig an Zeit, ich werde locker zum Stehen kommen, warum muss ich jetzt irgendwie das jetzt schon machen? Und meistens würde ich mich dann lieber ausrollen lassen, weil das irgendwie mehr Sinn macht für mich, aber naja. Belohnung erhalten, 14,6 Kilometer gefahren, nice. Ich schieb jetzt gerade mit 100 den Berg hoch. Ich schau mal ganz kurz von außen nochmal den Zug, ich will mal die Ansichten durchwechseln, einmal gucken. Haben wir nochmal eine andere Ansicht? Nee, haben wir nicht. Zugbeeinflussung. Man konnte doch die Kamera auch bewegen bei der Ansicht, ne? Ja. Gab es nicht auch eine freie Ansicht? 8 oder so? 8 war freie Ansicht, genau. Sehr schön. 85. 120 da hinten, das interessiert uns jetzt aber wenig. Können sogar noch ein bisschen schneller. Die Wagen klingen sehr schön. Zugbeeinflussung. Wir haben gleich sogar wieder 120 freigegeben, das ist gut. Schon wieder richtig abenteuerlich hier. Hast du schon gehalten in der ersten Station? Nee, noch nicht. Ich roll da gerade, da hab noch einen Kilometer Zugbeeinflussung. Platz. Zugbeeinflussung. Vor allem das Ganze mit dem Wechselblinken und nicht Wechselblinken, das ist ja auch noch alles wieder immer anders. Ja. Aber da muss man halt erstmal wirklich. Geld ist, um als Wechselblinken reinzufahren. Was meinst du, wie. Okay, ich hätte 40 fahren müssen. Sinnlos, das Wechselblinken. Hoppla. Was ist los? Ich hätte gerade 40 fahren müssen. Ja, musst du die Signalbilder ja auch ein bisschen lesen, so, weil da. Ja, ich habe da keine 40. Ich habe da keine 40 gesehen, deswegen bin ich weiter mit 60 kokulert, aber dann, ja. Oftmal, es gibt ja auch Signalbilder, die was anzeigen können. Es gibt ja nicht nur Geschwindigkeitstafeln, zum Glück sind das meistens Geschwindigkeitstafeln, da kennt man es direkt. Aber es gibt ja auch Signalbilder, die dir bestimmte Geschwindigkeiten angeben. Also keine Ahnung, ja, was ich. System an. Ah, okay. Es gibt ja ein KS-System, es gibt ein HV-System, heißt es noch. Ja, es ist scheiße kompliziert. Ja gut, ich gucke halt meistens immer auf die Zahlen, entweder an Tafeln oder halt an digitalisierten Tafeln. Aber zeitlich gesehen bin ich gar nicht mal so verkehrt, eine Minute zu spät, aber lässt sich sehen. Ach, eine Minute. Eine Minute ist keine Minute. Ja. Alles bis fünf Minuten ist pünktlich, sagt die Bahn. Daran halte ich mich.
ihre Verspätung. Und wir stehen am ersten Halt. So, jetzt gucken wir einfach mal, ob dieses mit dem Entriegeln hier funktioniert. Alle verriegeln, rechts entriegeln. Bist du noch auf dem Weg nach oben? Ja, das muss ich, glaube ich, das freischalten. Ich bin. Du bist noch in der Steigung, ne? Kann gut sein. Also gerade bin ich noch bei 0, aber. Siehst du bei der, über dem Männchen links? Ja, nee, da, ich bin gerade bei 0. Also ich halte hier gerade. Ich bin jetzt gerade in Hülsbach angekommen. Und hab noch ein paar Haltestellen. 1, 2. Hülsbach? Ja. Hülsbach. 4, 5. Du fährst schon Aschaffenburg-Gemünden, ne? 7. Nee, irgendwo wird das dann. Ich kenne die Orte auch nicht mehr. Ich habe 7 Haltestellen, Halteorte. Das wär jetzt geil, wenn du sagst, nee, wir fahren doch hier Wuppertal. Ich dachte, wir fahren Amerika. Ja. Hülstal. Wir fahren North East Corridor. Hülstal. Wie Amerikaner zu sagen pflegt. Muss immer, wenn ich mit einem Amerikaner reden muss, muss immer sagen, du redest, dann hättest du eine heiße Kartoffel im Mund. Hier verriegeln und da verriegeln. Okay, jetzt kann ich es auch aus dem Cockpit raus. Geil. Sehr schön. Wieder was gelernt. Ich fahre schon wieder 100, obwohl ich nicht 100 fahren muss, aber ich muss gleich 100 fahren. Aber es geht hier auch gerade ordentlich bergauf. Mit voller Leistung. Schub. Voll Power. So, aus der Überwachung raus. Bleiben wir erstmal bei 3. Bei einer 30%igen Leistung. Vielleicht fahre ich auch zu langsam an und habe da gerade irgendwie ein bisschen Verspätung gehabt, aber egal. Ja, das, der Strecke wird schon ein bisschen zu knapp. Ah, wir haben gleich 100. Ich darf nicht zu schnell sein. Ich darf eh gerade nur 40 fahren. Aber gleich darf ich 130. Ich glaube, es geht gleich schon wieder mehr. 1% Steigung noch. 100 haben wir gleich wieder. Hoppla, mein Fehler. Bisschen drüber, egal. Erste 530, dann muss ich auch wieder Gas geben. Oh, mein Lok zieht gerade irgendwie nicht mehr. Warum zieht die nicht mehr? Tja, gute Frage. Ich habe keine Zwangsbremse gekriegt, das wüsste ich. Nee, Leistung wird aufgeschaltet, alles gut. Hätte ich wahrscheinlich die Leute ganz aufgeschaltet. Man sieht es ja, dass Leistung kommt. Ich muss sagen, so langsam habe ich mich an das Camera Motion Sway Feature gewöhnt. Hä? Was für ein Ding? Dass das so wackelt. Achso. Sag mal, ist die Grafik bei mir irgendwie runtergeschraubt vom Spiel? Ich glaube, ich habe die Grafik mal runtergeschraubt. Die Grafik ist irgendwie nicht so schön. Ich hätte die Strecke schöner rein. Oder er lädt nicht nach. Eins von beiden. Also bei mir geht es gerade bergauf. 0,7%. Mir kommt ein Zug entgegen. Allerdings ist es ein Dings. Ein Personenzug. Ein Personenzug. Jetzt habe ich mein. Das Maus schon wieder durch die Gegend geballert. Ich darf nur 100 eigentlich. Obwohl nicht, ich darf 120. Ich darf auch 120. 100? Oder 110 hinauf. Darf ich. Ich fahr trotzdem 100. Geht aber auch gleich wieder langsamer. Also ich muss schon gleich wieder halten. Das geht aber richtig flott hier. Zugbeeinflussung. War jetzt eher unnötig, aber... Jetzt kommt mir ein Güterzug entgegen, allerdings Autos. Das bin ich nicht. Du noch auf Steigung? Steigst du noch? Ich bin jetzt her? In Laufach. Also es müsste genau die Mitte oben sein, ne? Mini-Steigung, sag ich mal, 0,1%. Also. Sind das das, wo du auf Bahnsteigen auf beiden Seiten hast? Ich habe rechts einen Bahnsteig, links einen Bahnsteig, also einen Doppelbahnsteig. Also für jedes Gleis hat sozusagen auf beiden Seiten einen Bahnsteig. Also es gibt drei Bahnsteige, wo man halten kann und dann noch, ich glaube, links zwei Gleise.
Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Kann ich das gewesen sein? Ich habe ja keinen Güterzug gesehen bisher, also keinen Dings. Also ich schätze mal. Wie viele Kilometer hast du noch? Also bei mir dauert es noch garantiert, bis wir uns sehen. Also ich bin erst beim zweiten Halt von 8 oder so. Aber du bist ja auch nicht viel zu spät. Also wir müssten uns eigentlich fast pünktlich sehen diesmal. Ich muss links entriegeln und jetzt hier freischalten. Okay. Ich glaube, Laufach ist direkt oben die Mitte. Also ich sag mal so, ich halte jetzt in Laufach. Danach halte ich in Heigenbrücken, in Wiestal, in Patenstein. Aber da waren keine Gleise, kein Gleis, das vorbeigeführt hat bei dem Bahnhof, ne? Zwei Stück, glaube ich. Ja, das war nämlich gerade noch hier. Also hier sind zwei, hier laufen auf meiner linken Seite laufen zwei. Ist da nur ein Bahnsteig oder mehrere? Da sind zwei Bahnsteige. Gut, dann war es nicht der Bahnhof, den ich gesehen habe. War es nur hier ein Bahnsteig. Ich glaube, es war auch zu früh. Das ist auch viel zu früh. Ich glaube, ich schätze mal, wir sehen uns vermutlich so, sagen wir mal, wir sehen uns, okay, ich kann das von der Zeit das ungefähr machen. Ich würde sagen, wir sehen uns so gegen 11 Uhr. Oder kurz nach, um 11 Uhr rum. Ich glaube sogar ein bisschen früher. Ich habe ja nur wohl 20 Kilometer. Irgendwie so weit um den Dreh ist ja, ist ja. So, jetzt hier wieder Türen verriegeln. Und hier alle verriegeln. Perfekt, dann können wir auch wieder weiterfahren. 6,5 Kilometer bis nach Heigenbrück. Okay, ich bin jetzt auch mit einer Minute Verspätung angekommen. Also das mit dem langsamen Losfahren, das ist doch super. Also das Anfahren, das ist halt doch schon scheinbar sinnvoll. Also ich fahre halt so ungefähr so bis 30, 40 Kilometer pro Stunde halt mit so 30-prozentiger Leistung und danach geht's weiter. Jetzt kommt mir wieder ein Güterzug entgegen. Das wäre wahrscheinlich der Waggon-Typ, den du hast. Railion oder sowas? Kann ich gar nicht erkennen. Ja, das ist derselbe Waggon-Typ. Müssen wir eigentlich mal gucken. Oh, 90 gleich. Also, ja. Wenn du jetzt gerade oder gleich in einem Bahnhof vorbeifährst, allerdings, also keine Ahnung, was will es aber noch nicht gewesen sein, ist noch zu früh. Ich fahre jetzt gleich in eine 90er-Zone. Ich fahre gleich in eine 110er-Zone rein. Das könnte sogar gerade gewesen sein, aber ich sehe noch keinen Personenzug. Ich habe übrigens vorne eine Lok dran, ne? Also ich sitze in der Lok drin, nicht im Wagen. Mhm. Wollen wir schauen, ob er die richtige Lok auswählt. Das können wir nämlich so ein bisschen. Oh, 70? 70 sogar. Bei mir geht es ja 2,1% den Berg hinauf. Aber was geht's los? Ja, jetzt kriege ich eine Zwangse. Habe ich die 70 nicht gerade bestätigt? Doch, habe ich. War ich zu schnell? Okay, ich habe eine Zwangse. Jetzt kannst du ein bisschen. Ich helfe mal nach. Ja, sonst brauche ich ja ewig, bis ich jetzt zum Stehen komme. Ach so, hilfst du nach. Ich dachte, du hilfst nach, keine Ahnung. Dass wir uns am selben Ort treffen oder sowas. Wieso, du bist ja nicht zu spät. So, 110. Dürfen wir gleich noch fahren. Immer noch 1% oder 2%. Ich muss noch warten, bis die alles gelöst hat. Ja. Habe ich das Falsche gedrückt? Ich glaube, ich habe Ende gedrückt, nicht Bild ab. Daran lag es. Bild ab ist bestätigen, ne? Ja, okay. Was war der Fehler? SIFA. Können wir die Leistung aufschalten? Nee, doch nicht. SIFA Zwangsbremsung. Bremse löst sich selbst. Fahrtrittsbremsung. Ich nehme Fahrtrittsbremsung nochmal auf neutral. Rückstellung. Vorwärts. Jetzt soll es wieder vorwärts gehen. SIFA Zwangsbremsung. Ja. Wir haben gar keine 1000 Hertz mehr. Können wir Gas geben? So, jetzt habe ich eine Zwangsbremsung, weil jemand ins Zimmer gekommen ist. SIFA Zwangsbremsung. Ja, SIFA, Schnauze, Zwangsbremsung, juckt mich nicht. Das sollte dich schon jucken, weil dein Zug gleich steht. Der steht ja schon länger, also das ist ja kein Problem. Ist halt so, dann ist es halt komplett im Arsch, die Folge wieder von den. Dann haben wir halt beides in Zwangse. Ja, gleichen wir uns aus. Oh, du wolltest mir nur ausgleichen. Jetzt leg dich hin, Katze. Du hast wenigstens eine Katzenausrede. Ich hab keine Haustiere. Nee, war nicht eine Katze. Ich müsste irgendwie auch eine Ausrede haben. Keine Ahnung. Ich komme jetzt endlich wieder den Berg hinauf.
Leg dich jetzt hin und hör auf mit den Kabeln zu spielen, meine Fresse. Doch, genau. Ich muss dich befreien. Okay, ich komme den Berg hier nicht hinauf. Ich bin zu... Das oh, ist das ein... voll, gib voll Gummi. Ich muss auch gerade wieder richtig voll powern. Unlimited Power! Ich glaube, jetzt bin ich gleich ein Laufach. Aber warum habe ich dich nicht gesehen? Habe ich dich übersehen? Bist du gerade an mir vorbeigefahren, als ich die Zwangsaat? Nee, eigentlich nicht. Oder war das tatsächlich schon vorhin? Ich muss gucken, was das für ein Ort ist. Da steht ein Zug in Laufach. Das bist du, glaube ich. Hallo! Das kann das gut sein. Hier, ne? Dann musst du das ja gerade gewesen sein mit dem Zug. Aber komisch. Ich habe gefühlt erst ein Viertel der Strecke hinter mir. Ich glaube, es ist ein Laufach. Ich habe es gerade nicht gesehen, wie der Bahnhof heißt. Aber kamst du aus dem Tunnel vor dem Bahnhof? Es gibt einen Tunnel? Also du warst noch in keinem Tunnel? Ich war noch in keinem Tunnel. Okay, dann bist du es nicht gewesen. Oder du bist es gewesen und du kommst jetzt gleich in den Tunnel, vermutlich. Jetzt kommt mir wieder ein Zug entgegen, ist auch ein Güterzug wieder mit denselben Waggons. Das könnte ich gewesen sein, sehr wahrscheinlich. Gleich komme ich in eine andere Zone. Jetzt müsstest du gleich in den Tunnel reinkommen. Ich bin gerade in der 70er Zone, also im Endeffekt kann es nicht wirklich sein. Nee, wird es auch nicht gewesen sein. Also wie gesagt, ich bin jetzt gerade im Tunnel. Wo ich glaube, das waren wir gerade. Ich glaube, das waren wir wirklich gerade. Nur durch die Zwangsen haben wir gerade die Tür wirklich gesehen. Jetzt komme ich in der 70er-Zone rein. Ja, du kommst gleich im Tunnel. Das war gerade die Vorwarnung für die 70er. Gut, dann habe ich dich wahrscheinlich auch gesehen. Ich bin da gerade schon reingeknallt in die 70er-Zone. Jetzt kommt mir eine Einzellok entgegen. Ach komm, eine Einzellok habe ich nichts mit zu tun. Komm, ja, zwei ach nee, wir sind gar nicht mehr in 70. Ich wollte gerade 70 runterbremsen. Ich darf jetzt 120 fahren. Ich könnte doch rollen lassen, was? Ach, wir lassen mal ein bisschen rollen, ich sehe bergab. Zugbeeinflussung. Brauche ich nicht so viel bremsen, weißt du? Na, es ist ja wirklich ein Problem. Also ich frag mich immer, wie Lokführer, ich weiß, wusste es Berg bremsen. Die bremsen nämlich, glaube ich, nicht durchgängig. Das, weil wenn du durchgängig bremst, machst du dann irgendwann die Bremsen heiß. Und dann kannst du auch gar nicht mehr bremsen. Also ich glaube, die machen immer ruckartig. Also wirklich ruckartiges Bremsen und dann wieder anziehen. Ein bisschen heftiger und dann wieder lösen. So war die Bremsen. Keine Ahnung, stimmt. Ich habe tatsächlich vorhin mit Ende bestätigt, weil Bild nach unten ist. Ich den Namen bestätigen. Also, das war eine Fehler von dem Fazit. Und dann war ich da reingeknallt. Oder? Bild drunter war bestätigt von Signal, gerne. Ich glaube ja. Gut zu wissen. Gut, das ist halt nur laut. Hm, der Schlitz ist lauter. Oh, ich muss bremsen. Also waren wir das gerade. Ja, der Bahnhof ist direkt hinterm Tunnel. Pass auf. Alles gut. Das ist nämlich der Bahnhof, wo auf beiden Seiten Bahnsteige sind. War das jetzt? Nee, das war nicht Laufach da oben, oder? Wo du jetzt hältst. Das ist Heigenbrücken. Dann ist Heigenbrücken der Bahnhof, der ganz oben steht. Nee, Laufach, stimmt. Laufach ist dieses Ding, wo man ganz am Anfang der Karte. Ja, ja, ja. Also kurz hinter Aschaffenburg. Du hast schon recht. Oh, ein bisschen mehr. Jetzt muss ich die Bremse anziehen. Die Frage, links oder rechts oder an beiden? Hä, ich bin verwirrt. Ne, links. Links. Freischalten. Warum bremst mein Zug noch? Habe ich eine andere Bremse angezogen? Schon wieder falsch. Ich drücke mal die falsche Taste. Da komme ich immer in dieses kurze Bild und verliere ein paar Sekunden dadurch. Die Bremse zählt noch, warum? Jetzt. Dafür hat sich meine Bremse gerade nicht gelöst. Okay.
Jetzt ist er gelöst, also im Endeffekt. Warte, jetzt noch 1,2% Gefälle. Das ist natürlich gefährlich für den Zug. 130 habe ich gleich, aber ich habe eh noch 125, 120 eigentlich. So, alles gut. Jetzt bin ich, glaube ich, hinlaufe, wo ich durchfahre. Das sind nämlich die Bahnhof, die du vorhin meintest, mit zwei Gleisen an der Seite. Ja, ja. Der hat auch zwei Gleisen an der Seite. So, nochmal Güterzug hier. Wie Kilometer haben wir noch zum Ziel? Keine Ahnung, bin ich noch lange nicht. Ach stimmt, du siehst ja nicht das Ziel. Ich sehe ja schon das ganze Ziel, weil ich nur einmal hinfahre. Ich damit dachte, ich bin mal nicht im Güterzug. Ja, ich werde deutlich früher da sein. Aber wir haben ja, schon 36 ich Minuten. Ich muss in 6 Kilometern da sein und ich bin so lange zu spät, was, wie ich denn brauche. Ist noch nicht gemünden, ne? Nee, noch nicht. Ach, ich gebe es einfach Gummi. Fuck Realism. Fährst du für über der Geschwindigkeit? Nee, so jetzt nicht, aber das Anfahren meine ich jetzt. Ach so, das wollte ich gerade sagen. Weil das Anfahren mache ich jetzt im S-Bahn-Style. Sagt das Zugsystem irgendwann. Sie sind zu schnell, ich glaube, ich bremse sie mal. Also auf null. Von eigentlich nur am Magneten wird das dann angehen. Von nicht am Magneten, sondern eigentlich wird das dann ab und zu noch am Magneten. Noch, keine Ahnung, ja. Ab und zu wird es kontrolliert. Ist da vielleicht wie 120 fahren? Sie fahren. So. Da hinten noch 7,4 Kilometer noch bis zum Ziel. Ich wundere, dass bei dem Gewackel hier nicht YouTube meint, hier von wegen das Video stabilisieren zu wollen. Das, also, gibt es das überhaupt noch? Weiß ich nicht, weil es halt nie ich mehr. Ich glaube, weil wir Relikte aus der Urzeit sind, kennen wir das noch. Weil es halt nie kam. Also seitdem das Motion Sway Feature da draußen ist, glaube ich, dass es entweder nicht mehr gibt oder halt quasi eingebaut wird im Verarbeitungsmodus oder so. Das ist man da gar nicht. Ja, möglich. Das wird ja nicht einfach so gemacht. Also wenn du ein abverwackeltes Bild haben willst, dann hast du ein verwackeltes Bild. Manchmal ist das ja auch irgendwie Stilmittel. Tja. Das sehe ich genauso. Ja, also Blair Witch Project oder so ein Quatsch, wenn du sowas drehst, so, also wie als hätte das jemand mit Camcorder. Ja. Da musst du ein bisschen wackeln, weil das war ja Amateur. Wenn dann dir jemand das mal durch raus wieder normal macht, ist ja auch scheiße. Found Footage heißt diese Art des Films. Ja, nochmal schön gemischter Güterzug. 5,4 Kilometer noch. Dann halte ich in Aschaffenburg. Zugbeeinflussung. 100, ja. Müssen wir mal runterbremsen. So, runter vor die 120. Jetzt noch bergab, 0,6% Gefälle. Bisschen. Aber die Bremsen sind schon gut, muss ich schon sagen. Also das ist schon annehmbar. Der Vorteil ist bei mir, wie ich immer so schön sage, Gütern meckern nicht. Ja. Kannst du rumbremsen, wie du willst. Ja gut, so gesehen meckern die Passagiere ja auch nicht, weil es gibt ja halt nicht so irgendwie dieses, nennen wir es mal, es gibt ja kein Reputationssystem, dass man... Ja, unlogisch, wenn da die ganze Zeit mit einer Lockkopf klopft. Hallo!
Nee, also wenn das irgendwie halt anders aufgebaut wäre, so wenn das halt irgendwie, wenn man halt so gesehen, was ich, keine Ahnung, eine Privatbahn oder die Deutsche Bahn so gesehen in Anführungszeichen übernimmt und die dann halt zu, wenn da halt ein wirkliches Wirtschaftssystem drin wäre, dann wäre das halt relevant mit Reputation, mit Werbung und so weiter und dann wäre es ja was komplett anderes. Aber da das halt eher so ein, ja, wie soll ich sagen, eigentlich eher so ein Just for the Fun-Ding ist, was halt quasi den Anspruch der Perfektion des Menschen so ein bisschen weckt, in den ja, Zug- und Simulatoren-Enthusiasten. Es ist halt wieder was anderes, ne? Also. Mhm. Ich muss mal Bremse. Hä, warum löse ich meine Bremse nicht wieder? Ach, hier löse ich die. Ich klicke über die falsche Taste zum Lösen. Ja, jetzt bin ich wieder sehr langsam. So. Gehen wir da mal wieder raus. ...2,5 Kilometer noch. Naja, alles gut, 60 haben wir. Wir nähern uns mit 60 dem Bahnhof. Schon da? Nee. 2 Kilometer noch. What? Ich muss noch an 1, 2, 3, 4 Haltestellen halten. Langsamer, 40. Da habe ich, das sind 60. Na, habe ich im Signal falsch mich verguckt. Oh gut, vielleicht kommen wir jetzt gerade der schnellere Abschnitt. Höh? Oh, was war das Signalhorn? Es, also gleich kommt, wenn du den Zug fahren lässt, kommt jetzt der schnellere Abschnitt, weil du ja... Ich wollte ein bisschen rollen lassen. Nee, komm, ein bisschen schneller können wir noch. 1,7 haben wir noch an Kilometern. Darf ich jetzt mit 1,7 Kilometer bis mit 40 hier lang juckeln? Naja. Ich hab mehr oder weniger eine Minute rausgeholt von der Verspätung. Ja. Einfach nur davon ausgehend, dass ich eine Minute vorher losfahre, bevor ich da sein muss und nicht recht gleichzeitig. Von der Streckenlänge her ist es ähnlich. Mhm. Also 6 Kilometer Luftlinie bis nach Patenstein. So, noch ein bisschen bergab. Kilometer noch, dann stehe ich. Zugbeeinflussung. Die pfeift mal, dass ich ankomme. Wer pfeift? Meine Lok. Achso. Ich wollte durch Kinder. Ach, scheiße. Wo bin ich jetzt schon wieder reingekrauscht? Also in den Zwangsbau. Jetzt habe ich mich aufs Pfeifen konzentriert. Ja. Worauf sollte man sich nicht konzentrieren als Lokführer? Also nicht nur aufs Pfeifen, sondern generell. So, alles gut. Tja. War jetzt zum Glück nur 30 km schnell. Ach, ich habe sogar. Ja, ich bin zwar 800 Meter vorher zum Stehen gekommen, aber er hat das schon gewertet. Was? Das war geplant mit der Zwangsbau. Lol. So, ich bin fertig. Ich auch. Jo, ich hab die Hälfte der Strecke hinter mir. Echt jetzt? Ja. Nee, weniger als die Hälfte. Du warst die Hälfte so ungefähr Haussach. Was für ein Ding? Der liegt schon ganz gut mit dich. Huch. So. Haussach. Das war der Bahnhof da oben, aber auf der. Also. Ja gut, keine Ahnung. Ich bin den Abschnitt noch nicht gefahren. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin nur das erste Szenario gefahren.
Kann ich jetzt die Mission eigentlich weiterspielen oder Reise fortsetzen? Nee, zum freien Spiel zurückkehren. Ich will die Lok noch ein bisschen nach vorne schieben. Darf ich schon? Ich darf die mit nicht fahren, ne? Weil die steht so halb auf dem, obwohl die steht schon auf dem Gleis. Alles gut. Dann steigen wir mal aus. Ich guck mir noch ein bisschen den Aschaffenburger Hauptbahnhof an. Mach jetzt den Feierabend. So. Ich darf jetzt auch über die Gleise rennen, ne? Und den Lok einfach anlassen. Das macht der Kollege, der übernimmt die eh gleich. Ja, wie war das umweltfreundlich, die Deutsche Bahn? Ach, Stromverbrauch, Niveau. Muss ein bisschen aufpassen, nicht dass ich von Zug renne. Egal, die Kohlekraftwerke laufen ja sowieso. Wir bauen ja vor allem noch neue. Das ist ja das Lächerlichste. Mit Umweltvorgaben, die das eigentlich nicht zulassen. Aber ich sollte nicht zu politisch werden. Aber das ist scheiße. Wenn man was beschließt und einfach dann drauf scheißt. Das ist einfach nur. Also, ja, gut, scheiße ist natürlich auch. Aber ist einfach lächerlich. Also. Nee, es ist einfach, wenn man was beschließt und sich einfach nicht dran hält, dann denkt man sich auch, ja, warum halte ich mich eigentlich an alle Sachen, wenn die Politiker manchmal sagen, ja, wir machen das und das was anderes machen. Ist ein bisschen schade. So. Jetzt sind wir doch noch politisch geworden. Wo ist denn? Jetzt kommt mal wieder ein sehr, sehr langer Güterzug mit Autos entgegen. Aber es ist schön, dass es so lange Güterzüge sind, ne? Also. Das sind wahrscheinlich auch die, dann geschoben werden müssen. Weil es gibt ja gerade für Geschubbetrieb in dieser. Auf dieser Karte. So, ich laufe mal ein bisschen durch den Bahnhof. So, ich glaube, ich laufe jetzt noch durch den Bahnhof zum Ausgang. Oh, ich habe noch einen Verkehrsgeh gekriegt. Ja, den nehme ich mit. Uff. Hier ist so ein Ding, ne? Die krieg ich auch noch. Muss ich eine Folgerungsrunde machen. Ne, erst muss ich hier. Und dann. Aber kann ich hier nicht? Hier nee, ich rum. Kann hier nicht raus. Kann ich zu den Autos laufen? Ich wollte nur zu meinem Auto laufen. Spiellisten. Oh Gott. Ach, guck mal, hier steht sogar noch ein Zug gerade. Auf die Abfahrt bereit. Wo fährt er denn hin? Personenzug. Nach. Nee, ach, der endet hier. Aschaffenburg Hauptbahnhof. Eine RB steht hier gerade. Fährst du eigentlich, steht bei die RB oder RE dran? Am Zug. Oder hast du da gar nicht. Hast du das Zugzielanzeige ZZH überhaupt aktiviert? Hast du die ZZA aktiviert? Die Zugzielanzeige? Ja, habe ich aktiviert. Ich bin gerade sogar noch eingestiegen. Ich könnte sogar noch hinterherfahren. Vielleicht holst du mich noch ein. In den, naja, ich glaube nicht. Das ist ja eine RB. Das ist die arschlangsame Bahn. Regeln. Die an die Kaff hält. Ich steige jetzt einfach mal ein hier. Gucken, ob der noch abfährt. Schöne zweite Klasse sitzt. Ach komm, nee, erste Klasse. Ich fahre nur erste Klasse. Hashtag abgehoben. Ja, genau. So, ich fahre jetzt auch wieder Pedal to Metal nach Lohr. Lohr Bahnhof. Wenn ich dann bald 1000 Abonnenten habe, dann fahre ich mir noch erste Klasse. Kriege ich auch die YouTube-Milliarden direkt aufs Konto? Da hast du zumindest das Community-Feature freigeschaltet dann, ne? Was hab ich freigeschaltet? Da hast du zumindest das Community-Feature freigeschaltet. Ich muss auch erstmal auf die Wiedergabezeit kommen. Bin ich auch nicht ganz dran. Achso. 200, 300. Ich dachte, wird das Community-Ding nicht freigeschaltet bei allgemein oder? Also ich spreche jetzt nur von dem Ding, dass du halt sagen kannst, okay, hier, was weiß ich, komm erstmal keine Videos und dass du halt kein Video darüber machen, deswegen machen musst, dass du kein Video machen musst, dass keine Videos kommen. Ist das nicht? Das ist auch die einzige Funktion, auf die ich mich freue. Das Ende meiner sinnlosen Info-Videos. Und ich renne den ganzen sinnlosen Zug, da legen sich wieder Leute, dass ich hier den ganzen Zeit den Zug renne, weil ich wieder so hippelig bin. Ich setze mich jetzt irgendwo hin. Ist hier noch frei? Natürlich. Ich habe mich hier mit meinen Freunden hier verabredet. Die Gang ist jetzt beieinander, jetzt können wir Zug fahren.
Das ist Ulrike, das ist Erika und das ist Hans-Peter. Meine Homies. Ah ja. Kennst du doch. Klar, Hans-Peter kenne ich. Und ich werde jetzt auch ein Stück knapp. Und Gisela Wurst kenne ich auch. Der Zug fährt jetzt wirklich ab. Oh, der Zug fährt ab, cool. Vielleicht hole ich dich wirklich noch ein. mal schauen. Also ich fahre jetzt hier hinterher. Also, ich fahre nicht, sondern ich sitze im Zug und guck zu. Ich brauche gar nicht fragen, wie viele Punkte du hast. Ich habe sowieso mehr. Weil ich halt gehalten habe. Weil ich halt... Dings ja, bin. Weil ich im Freispiel bin. Ich hab nicht angeguckt, wie viele Punkte. Naja. Kommen wir jetzt, glaube ich, wieder einen Güterzug entgegen. Ja. Diesmal waren es aber eher braune Dingerwagen da. Rungenwagen war das nicht. Was waren das nochmal? Gedeckte Wagen? Wie heißen die nochmal? Deckwagen? Gedeckte Wagen kann sein. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie diese Güter waren. So, vielleicht dürfen wir wieder 130 fahren. Mein Eisenbahnwissen baut sich aber auch erstaunlich schnell immer wieder ab. Also wenn ich mal eine Zeit inaktiv bin, mich mit Sachen zu beschäftigen, dann ist das ganz schnell wieder weg. Zugbeeinflussung. Ist auch schön, mal ein bisschen mitzufahren mit dem Zug. Das glaube ich dir. Das ist mehr. Ich habe das ja auch mal für so Info. Also nicht so Infovideos, sondern ich habe überlegt, ob man mal so einen Podcast fast in so im Zug macht. Im Zugpodcast. Wo man sich einfach in den Zug setzt, also in TSW, und über Dinge quatscht. Vielleicht auch das machen. Das also in TSW war nochmal sehr wichtig zu erwähnen. Oh verdammt, ich muss langsamer werden. Hoppla. Ja. Man kann sich auch Realität in Zug setzen, aber dann habe ich keinen Bock, dass mich alle sehen, wie ich in der Kamera rede. Ich habe vergessen, dass ich ja eigentlich auch für Dings zu fahre. Hoppala. Vorne auf der Zone. Heutzutage sollte das kein Problem mehr sein, das geht eh. Na gut, aber ne? Trotzdem peinlich. Zugbeeinflussung. Du hast halt mehr Ruhe in-game als. Es gibt ja auch gerade einen ganz guten Trick, wie du dafür sorgst, dass es keiner sieht, wie du den Abteil frei kriegst. Einfach ein bisschen husten und niesen. Das ist so. Ganz schnell viel Platz. Ich hab jetzt an, an die hinteren Gase. Ich hab jetzt an die hinteren Gase gedacht. Ich bin erst in Lohr, also ich muss, glaube ich, dann auch nochmal halten. Und dann bin ich erst im Endbahnhof. Nee, ich hätte jetzt wirklich einfach mal ein bisschen sagen, mein Italien-Urlaub war schön. Ist gut. Obwohl in Deutschland ist mittlerweile genauso viel infiziert. Nee, in Italien sind, glaube ich, 1000, mehrere 1000, keine Ahnung. Ich hab's nicht verfolgt. Genau. Oder sagen, ich bin gerade aus China zurück. Ist noch schlimmer. Ich weiß, ach, ne. Ich bin mal gespannt, ob es auch wie sie. Hast du noch keine Hamsterkäufe gemacht? Nee, ich bin noch nicht blöd. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass die Leute jetzt nicht hier im Norden auch keine Ahnung, NRW oder so machen. Jetzt, wo hier wieder ein paar mehr Leute sind, die auch. Ja. Wo es in Anführungszeichen bestätigte Verdachtsfälle gibt. In Sachsen-Anhalt gibt es. Ich nenne es einfach mal bestätigte Verdachtsfälle. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt gibt es noch nicht mal welche. Aber bei uns im Ammerland gibt es wohl jemanden, aber keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht wirklich. Ach, ist auch egal. Aber mit den Hamsterkäufen ist auch sinnlos. Ein Hamster, wie reicht das? Also, ich sag mal. Der Hamster wird zu Witzen sein. Also ich hab mir immer 10 Hamster gekauft, was soll ich damit machen? Also ich sag mal so, an dem, was man halt jetzt wieder mit den ganzen Hamsterkäufen sieht oder sehen kann, anhand der Hamsterkäufe kann man halt wieder sehen, wie dumm die Menschen eigentlich ist. Also. Nee, wie leicht die Menschen in Panik zu versetzen sind und vor allen Dingen die, das einzige Problem, was ich wirklich sehe, ist das Ding, dass die ganzen Schutzanzüge und die ganzen wichtigen Utensilien, die vor allen Dingen Ärzte brauchen, einfach wegkaufen. Und nicht mal 5 Minuten
über ihren Egoismus hinausdenken und sagen, scheiße, vielleicht brauche ich jetzt keine 20 Flaschen ja. oder 200 Flaschen Desinfektionsmittel, vielleicht brauchen das Krankenhaus nebenan, das wirklich mit den Corona-Kranken zu tun hat, das wirklich ansteckendes Gefahr hat, also in einem hohen Maße, die dringender als ich, damit ich meinen Keller ja. zustellen kann. Fallout Mensch. RP in real life incoming, ne? Ja, ja, genau. Ich habe bis 8 Kilometer bis nach Langen pro Zelten und danach bin ich erst in Gemünden. So, was sagst du dazu? Wer war Gisela oder Erika? Ich glaube, sie war Erika. Was sagst du dazu, Erika? Gut, ne? Das war Gisela. Das war Hans-Peter. Moment, Gisela ist aus... Hans-Peter ist auch... Die verlassen mich alle! Aber du... du, Erika, bleibst... War das jetzt Erika oder Gisela? Ich weiß nicht, ich glaube, es war Erika. Du, Erika, bleibst hier. Verlass mich. Waren die beiden Zwillinge? Nee. Okay. Weiß ich nicht, keine Ahnung, musst du so fragen. Hä? Also sie sahen nicht gleich aus. Wie sollen denn Hans-Peter und Gisela gleich aussehen? Nein, ich meine. Oh. Ich meine Gisela und Erika, oder wie auch immer hieß. Nee, nee. Ich glaube, nee, waren keine Zwillinge. So ein paar Modelle gibt es ja im Spiel doch noch. Zugbeeinflussung. Ja, zwei Stück. Also 5, 6 oder so gibt's. Ach komm, ist jetzt euch auch alles. Das ist Latte. Ich finde es schon cool, dass man überhaupt im Zug sitzen kann und mitfahren kann. Das ist irgendwie. Ja. Das dicken sich auch Leute. Ich ganz ehrlich, das, da sind glaube ich auch Leute dann raus. Also, wenn Leute noch sagen, zu mir sagen, Zug fahren, können sie noch verstehen, dass Leute sich Spaß haben, daran virtuell Zug zu fahren, aber virtuell im Zug zu sitzen. Ich glaube, da sind viele Leute dann auch raus und sagen, ja. Gut. Mach du mal deine bekloppten Sachen. So, mal gucken, ich müsste meine Statistik auf YouTube jetzt nachschauen, wie viel weggeschnitten gibt ja auch Sinn. Hä, was? Ich müsste meiner Statistik YouTube jetzt gucken, wie viel weggeschaltet haben, nachdem ich Zug verwendet habe. Ja, das ist. Aber ich, ganz ehrlich, ich finde die neuen Analytics nicht so toll. Irgendwie kann man nicht mehr so viel alles sehen, was man. Naja, es gibt halt diese, nennen wir es mal oberflächlichen, und dann gibt es halt immer noch diese detaillierten, ne? Also, wenn du halt wirklich komplett in die Google Analytics Stats reingehst, ne? Also, das ist ja auch noch was anderes. Aber ich hab zum Beispiel nicht rausgefunden, wie man zwei Videos miteinander vergleicht und ein bisschen bei dem anderen einfach. Weißt du, was ich sehr faszinierend finde? Also, ich habe, also, ganz. Sifa-Klappe. Ich muss nicht wieder langsamer werden. Also bei mir bei diesem Zuschauer-Tab, also ich spreche jetzt gerade mal von der mobilen Version, die andere war halt auch davon so gesehen betroffen, wurde halt, ich glaube, das letzte Jahr oder länger halt nie was angezeigt, ganz einfach, weil halt, ne, ich schätze mal, weil halt die Zuschauerzahlen und die Aufrufe und so weiter halt nicht hoch genug waren, weil das halt erst ab einer bestimmten Dings halt erst angezeigt wird. Wieso? Warum eigentlich? Die haben doch die Daten, dann könntest du doch rausgehen. Komm, scheiß drauf. Ja, es muss dann wahrscheinlich so ein bestimmter Prozentsatz halt gegeben sein oder eine bestimmte Anzahl gegeben sein, damit man halt einen Prozentsatz rausziehen kann. Kann natürlich auch sein, dass es nicht halt die Aufrufe sind, sondern die einzelnen Zuschauer. Das ist halt damals auch schon so berechnet wurde. Dass halt geguckt wurde, okay, wie viele von den Aufrufen kommen von denselben Personen, so, ne? Das gibt's ja jetzt auch, also halt noch detaillierter halt. Kannst du auch gucken. Ja, das gibt's ja jetzt detailliert. Früher gab's das ja auch nicht wirklich, glaube ich. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Auf jeden Fall kann natürlich sein, dass halt die Aufrufe gerade bei mir zwar zurückgegangen sind, wegen mehr Inaktivität, weil ich mich gerade mit anderen Sachen, fokussiere für den Kanal. Oh, rotes Signal, deswegen, hoppala. Zwangsbremsung. Jetzt habe ich auf die Zwangsbremsung scheißen wir mal. Es gibt bisher. Diese Zwangsbremsung ist keine Zwangsbremsung, sondern ich habe selber gebremst und hätte auch ohne Zwang so locker anhalten können. Ja, halt die Klappe. Wo war ich stehen geblieben eigentlich? Ich weiß nicht mehr. Was ich aber schade finde. Achso, ja, also. Auf alle Fälle.
Auf alle Fälle sehe ich halt jetzt zum einen das Alter und das Geschlecht. Es ist komisch, ich sag mal so, diese Statistik ist eine Statistik, die man nicht verwenden kann. Denn angeblich 100% weiblich und 100% zwischen 35 und 44. Echt? Ja. Das kann halt. Also das brauchst du mir nicht sagen, aber die Statistik ist trotzdem nicht richtig. Nee, ich hab glaube ich bis zu 100% Männer, also irgendwas zwischen 95 und 100% Männer. Ja, ich habe eigentlich Zugbeeinflussung. Bei mir war es ja gleich, glaube ich, immer so keine Ahnung, vielleicht 3% weiblich höchstens oder so, 3,4 damals vor 3 Jahren oder so, oder 4 Jahren, wo das noch angezeigt wurde, egal wie, was auch immer. Zugbeeinflussung. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man immer dass ich zum Beispiel gerne nachgeguckt wonach Leute gesucht haben. Daran kann man sich gut orientieren. Du konntest auf Video draufdrücken und dann konntest du genau sehen. Du kannst mal auf YouTube Suche draufdrücken, aber bei mir wird das nie nach Suchen aufgeschlüsselt. Also dass jetzt zum Beispiel jemand nach Transport 2 gesucht hat oder nach einer Folge, wo irgendwie Erfurt drin stand, auch nach Erfurt gesucht hat. Und so konntest du dir gut immer Tags überlegen, ne? Weil du wusstest zum Beispiel, wonach wurde gesucht, so zum Beispiel. Wo sind die Tags? Mhm. Zum Beispiel, keine Ahnung, ob jetzt er nach Erfurt gesucht wird, früher in die Tags oder er nach Erfurt Hauptbahnhof. So Dinge halt, ne? Also nichts, was nicht in den Folgen vorkommt, das mache ich auf keinen Fall in die Tags. Aber was, wenn so ein bisschen anpassen, kann man ja schon mal. Ja. Will die auch gefunden werden. Aber das kann ich irgendwie gar nicht mehr einsehen teilweise, was mich ein bisschen stört. Also irgendwie zeigt er mir dann tatsächlich dann nur an, also zeigt mir an, 20 der Aufrufe oder 200 kamen von YouTube-Suche, aber ich kann nicht mehr draufdrücken auf YouTube-Suche und dann sehen, zwar 10 kamen von Transportwörter 2, 10 kamen, weil jemand nach Erfurt besucht hat, 10 kamen daher und daher und daher, ne? Das geht irgendwie bei den Einzelvideos nicht und das stört mich gerade extrem, weil ich das immer ganz interessant fand. Naja. Okay. Vielleicht ist es auch ein Bug, aber ich kann es nicht sehen. Oder es ist halt wirklich zu wenig Aufruf. Keine Ahnung. Da kam wahrscheinlich sogar von meinem Gleis der Güterzug. Erika ist noch da. Das ist aber lieb von der Erika. Ja, wir fahren jetzt gemeinsam nach. Wo fahren wir hin? 25. Huch. Bist du da? Nee. Ich hatte angeblich noch eine dritte Zwangse, aber ich hätte auch gehalten. Also sagen wir mal, ich habe eine wirkliche Zwangse. Du hast ja keine Zeit verloren. Nee, ich muss halt warten vom roten Signal, also von daher. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Oh, fick dich doch ins Knie. Was ist los? Beruht es den Ärgerrollen? Zwangsbremsung. Ich habe eine Zwangsbremsung bekommen. Ich bin über das rote Signal, was wieder grün geworden ist, rübergefahren. Und dann ist es halt dann halt das nächste Signal. Das nächste Aufsignal ist 1,1 Kilometer entfernt. Und da ist das ist halt auch rot. Das heißt, ich bin über das. Ach, du hättest das andere bestätigen müssen, das da. Ich hätte das andere bestätigen müssen, was halt noch nicht, wo ich nicht wusste, dass es existiert. Also. Ja. Shit happens. Aber was hast du denn da gerade für ein Kujuke zu den gerade daher? Ich bin immer noch vor langem pro Zelten. Kam mir gerade ein Güterzug entgegen, keine Ahnung, warum deswegen das Signal rot war. Keine Ahnung. Kommt die klassische Durchsage. Meine Damen und Herren, aufgrund eines belegten Gleises verzögert sich unsere Einfahrt in den Bahnhof wenige Minuten. Ja, dann ist es entschuldigt. Klang das wie eine Durchsage oder hast du das nicht verstanden, weil ich dir so die Hände gesprochen habe? Das, fehlt noch das, obwohl die Qualität, ja gut, die Qualität ist irgendwie immer anders. Ja, voll. Ich kenne das nur aus Home mit Yamasa, ich spreche kein U-Bahn. So ein Arsch. Ich hoffe mal, das Signal ist gleich grün. Aber ich glaube, weil es ist Alter, was hat der denn für einen Affenzahn drauf gehabt, der Güterzug? Erzähl mal, Entschuldigung. Was ich halt auch nicht verstehe, ist ja zweigleisig hier. Auf dem linken Gleis, von meiner Sicht aus, fuhr gerade eben zum einen mir ein Güterzug entgegen, aber vom Bahnhof aus fuhr ein anderer Zug auf dem linken Gleis
in meine Richtung, also in die ich auch fahre. Ganz awkward hier gerade. Sachen gibt's? So, Türen verriegeln, rechts freischalten. Hier oben steht jetzt, bitte verlassen Sie die ganze Zeit. Bitte verlassen Sie das Fahrzeug. Nein, bleibe sitzen. Bis zum Verklebs drauf. Das könnte passieren, wenn es so weitergeht. Du musst da auch mal machen, im ICE, aber sitzen. Dann bist du von der, Polizei oder so diskutiert. Zugbeeinflussung. Weißt du, kriegt man dafür eine Strafe? Ich habe keine Ahnung. Ich muss gerade mal ein bisschen leiser sein, ich höre dich gerade kaum, ich bin im Tunnel. Das ist wie gerade wie mit dem Handy. Was? Ich bin im Tunnel! Ich habe keinen Empfang. Bin gleich schon in Haussach. Nee, Quatsch. Doch, Haussach da oben. Verriegeln und alle verriegeln. Und dann geht's zum letzten Halt. 2-3 Kilometer noch. Okay, jetzt habe ich grünes Licht. Geil. Dass ich das nochmal sehe. So viele interessante Folge. Die Hälfte der Folge bin fahren und die Hälfte der Folge bin ich im Zug gesessen und hab gequatscht. Das ist irgendwie komisch, ne? Also gut, du musst es halt einmal halten, ich halt 8-mal. Nee. Doch, glaub schon. Und du hast 8 Minuten später gestartet. Ja. Ich komme 8 Minuten später wahrscheinlich an. Naja, gerade ist noch 5 Minuten. So, jetzt bin ich im Tunnel raus, den verstehe ich auch wieder besser. Wir müssten jetzt in Laufer reinfahren, oder? Du musst ja nicht, es gibt ja glaube ich noch einen Tunnel auf der Strecke. Ja, du musst auch glaube ich, also zumindest den erschwerend gefahren sind. Ja, ich bin vorhin einmal abgefahren, also ja, gibt einen Tunnel. Das ist hier kaum ein Ausrach. Zugbeeinflussung. Ich will nur gucken, wie weit ich komme, hinter dir her. Siefer. Nee, das ist nicht Hausach, das ist Heigenbrück. Was ist ein Hausach? Was ist Hausach? Ist das nicht eine andere Stadt? Liegt das bei uns auf der Strecke? Höhesach oder sowas in der Richtung? War das, glaube ich, was ich meinte? Was ich hatte? Eigenbrück meinte ich. Hösbach. Nicht Höhesach, Hösbach. Hösbach ist vor Laufach. Ist Hausach nicht bei Freiburg? Ich habe keine Ahnung. Ich meinte nicht Hausach, ich meinte Heigenbrücken. Beides mit H, ist fast dasselbe. Ja. Ich meinte jetzt die Leute so, was meint ihr denn mit Hausach? Das liegt hier überhaupt nicht. Das liegt doch an der Strecke, weil du wechselst. Das heißt, keine Ahnung. Was denn? Jetzt sind die Leute aus Rostock beleidigt, dass ich. Entweder sind sie beleidigt, dass ich glaube, wir liegen doch nicht in dieser Region von Deutschland. Oder sie sind beleidigt, wir liegen in dieser Region von Deutschland. Wie kommst du darauf, dass wir überhaupt Freiburg liegen? Also. Zwangsbremsung. 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 Halt doch die Schnauze. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Obwohl durch die schöne. Ja, Klappe halten. Was hast du schon wieder eine Zwangse? Ich habe eine Zwangse bekommen. Keine Ahnung warum. Also, soweit ich weiß, war eigentlich nichts zum Bestätigen da, aber. Befreien. Denkst du ans Befreien? Klar. Gut. Also, ich war eigentlich bei lockerer Fahrt. Die 60, die Geschwindigkeit hätte. Also, die Geschwindigkeit würde jetzt bald anders werden. Das habe ich bestätigt. Und war auch deutlich drunter und dann habe ich mich einfach nur rollen lassen und es geht nicht bergauf, nicht bergab und ja. Zugbeeinflussung. Das Geile ist, das erinnert mich irgendwie gerade, kennst du meine legendäre Folge Lavanland S? Da wo ich in Hamburg alle zwei Sekunden stehe. Das ist wunderbar. Erinnert mich gerade so ein bisschen. Weiß ich gar nicht. Ich kann mich, glaube ich, also nee, an das Einzige, egal, woran ich mich erinnern kann, ist halt, wo du mal da beim Bodensee warst. Zugbeeinflussung. Ja, das war ja auch in diesem Best-of drin. Nee, es war beides im Best-of Ding drin bei Internet. Das mit dem Bodensee war, wo ich immer ins Wechselblinken reingefahren bin mit dem ICE, ne? Best-of dran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube Folge 50 oder so.
Ich bin in 500 Metern endlich da. Mit sage und schreibe 9 Minuten Verspätung. Ich stehe immer noch in Rostock. Komm, ich steig mal aus. Ich hoffe, der Zug fährt nicht gerade. Schnell aussteigen. Dann steige ich in Rostock mal aus. Warum sage ich Rostock? Es heißt Heigenbrück. Dankeschön. Zugbeeinflussung. Schönen guten Tag. Ich steige hier mal aus. Vielleicht kriege ich hier noch so irgendwie so Sammelobjekte. Brauche ich die in meinem Let's Play nicht sammeln. Bin ich zwar in meinem Let's Play weiter, das dauert wenig auf diese Sammelobjekte, aber man kann sie ja mal sammeln. Kriegt man, hast du das schon mal geschafft, alle zu sammeln von den Viechern? Oh, ich gebe dir gleich eine Zwangsbremse in dein Gesicht. Nee, man kann nicht zu den Autos hinrennen. Dann halte ich halt 5 Kilometer vom Haltepunkt entfernt, ja? Schnauze. Meine Güte. Weißt du, ob man was kriegt, wenn man diese ganzen Sachen sammelt? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht. Geil wäre natürlich, wenn du irgendwie noch so ein Bonusfahrzeug kriegen würdest, nein, kriegst. Das wäre so richtig wie früher. Wie Spiele, wo du dann alles, wo du alles sammeln musstest, um dann irgendwie noch was freizuschalten. So. Der Tunnel sieht auch sehr einladend aus. Ich denke mal, in Realität ist der die frei und sauber. In Realität wird der anders auch. Solche Bahntunnel unter Gleisen sind generell dafür präsentiert, dass sie nach Urin stinken, voller Graffiti sind und ausgekippte Bierdosen in der Ecke. Das ist aber Bahnromantik. Nein, Bahnwitz. So. Ach, dann kommen wir das ab. Ich bin durch, also ja, mehr oder weniger. Also jetzt bin ich gleich in wenigen Sekunden durch. Türen verriegeln und gleich durch. Ich guck mir gerade mal ein bisschen. Komm ich hier rüberlaufen? Oh Gott, ich bin fertig. Oh, endlich. Ich kann sogar auf die Baustelle laufen. Eine Stunde zwei, ja, das war viel zu viel. Ich war eine Stunde 12 für mich auf der Uhr, aber wahrscheinlich habe ich 10 Minuten nachher früher die Aufnahme gestartet. 10.000 Punkte, okay. Kann man machen. Ein schönes Auto. Ach, das ist mein Auto hier. Schön. Ist das für ein Verschnitt? Sieht aus wie ein Audi SUV-Verschnitt oder irgendwie sowas. Irgendein SUV. SUV, scheiße für die Umwelt. Na gut, so. Dann können wir das auch jetzt beenden. Ja, das war eine interessante Fahrt. Also. Ja. Auch ganz cool. Kann man so sagen. Mal die Strecke kennengelernt. Mal gucken, wo es das nächste hin verschlägt. Ob wir wieder TSW spielen, wir wissen es noch nicht. Genau. Und der Zug fährt jetzt, glaube ich, ab hier. In Lauffach. Nee, doch nicht. Heigenbrücken heißt immer nicht Lauffach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Tschüss.